Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich mal wieder einen Book-Unhaul für euch. Ich habe ein paar Bücher aussortiert, weil ich mein Bücherregal neu sortiert habe. Ab und an muss das ja mal sein, dass man das ein bisschen umstellt etc. Ausschlaggebend war da tatsächlich die Chain of Gold und Chain of Iron Luxus-Edition der Bücherbüchse, die einfach von der Höhe her zu hoch für mein Regal waren. Das heißt, ich musste die ganzen Regalböden irgendwie ein bisschen switchen und machen und tun. Und dementsprechend sieht mein Regal jetzt auch ganz anders aus als vorher. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich habe nur in diesem Zuge ein paar Bücher aussortiert, die ich euch heute zeigen möchte. Zum einen durfte die Hungry Hearts-Reihe von Nina Tramontani weichen. Und jetzt fragt ihr euch, was? Du magst diese Reihe doch super, super gerne. Warum soll die ausziehen? Ja, das hat den einfachen Grund. Ich habe mir die Bücherbüchse Hardcover Sonderausgabe dazu gekauft. Hier ist sogar noch ein Lesezeichen von mir drin. Und ja, deshalb dürfen die normalen Taschenbücher auch ausziehen. Ich habe die Reihe, wie gesagt, sehr, sehr geliebt. Es ist jeder Band einmal gelesen, hier ist ein kleiner Detsch drin und hier ist ein kleiner Detsch drin. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ich finde, die sind auch super, super schön gestaltet. Also ich kann wirklich gar nichts Negatives über diese Reihe sagen. Das Einzige, was ich euch sagen kann, ist der Klapptext, den ich euch jetzt vorlesen werde, damit ihr wisst, um was es in den Büchern geht. Man kann die Bücher übrigens auch unabhängig voneinander lesen. Ich und mein Monk sagen immer, man muss von Band 1 bis Band 3 lesen, aber inhaltlich seid ihr trotzdem voll auf der Höhe, wenn ihr auch mit Band 2 starten würdet. Also das ist gar kein Thema. Aber jetzt lese ich euch erstmal den Klappentext zu Band 1 vor. Ihre Gefühle, vielleicht soll ich auch Band 1 in die Hand nehmen und nicht Band 3. Ja, einmal mit Profis. Trotz ihrer erfolgreichen Karriere als junge Starköchin will Victoria nur noch weit weg von London und von ihrem manipulativen Freund. Kurzerhand flieht sie in die idyllische Hafenstadt Goldbridge, wo ihre Mutter einst im Sternerestaurant Prisma arbeitete. Victoria will endlich verstehen, warum ihre Mutter sie für diesen Ort und ihre Karriere verließ und nimmt dort unerkannt einen Kellnerjob an. Doch in dem Versuch, ihre Sorgen in Alkohol zu ertränken, gibt sie einem attraktiven Fremden zu viel Intimes über sich preis, ohne zu ahnen, dass Julian einer der Söhne der Restaurantinhaber ist. Und er besitzt die Frechheit, Victoria einen Vorschlag zu machen. Er behält das Geheimnis ihrer wahren Identität für sich, wenn sie ihm Nachhilfe beim Kochen gibt. Victoria kann sich nicht erklären, warum dieser unverschämte Deal eine Flamme in ihrem Herzen entzündet. Das wäre Band 1. Dann Band 2. Echo ist wütend. Wütend auf ihre Mutter, die sich das Leben nahm, aber am meisten auf sich selbst, weil sie sich wie eine Versagerin fühlt. Nur ihrem Großvater zuliebe nimmt sie einen Aushilfsjob im Sternerestaurant Prisma an und ist überrascht, als sie Gefallen am Konditorhandwerk findet und an ihrem Kollegen. Alexis ist der jüngste Sohn der Restaurantbesitzer und mindestens genauso wütend wie sie. Er versucht nicht, Echo gute Ratschläge zu geben, doch das hat einen ernsten Grund. Alexis spricht nicht. Offenbar braucht er Hilfe, aber wie soll jemand wie sie ihm schon helfen? Während sie Seite an Seite feine Desserts kreieren, lässt Alexis Nähe plötzlich Echos Nervenenden vibrieren und in ihr keimt plötzlich Hoffnung auf eine glückliche Zukunft auf. Wäre da nur nicht ihre Vergangenheit, die alles zerstören könnte. Und Band Nummer 3. Ihre Gefühle hält Darcy seit Jahren unter Verschluss. Niemand weiß, wie hart das letzte Jahr für die junge Köchin im Sternerestaurant Prisma war. Wie weh es tat, als Nicholas, der älteste Sohn der Restaurantbesitzer, seine Heimat Goldbridge auf der Suche nach Freiheit verließ. Wie besonders ihre Verbindung war. Als Nick auf einmal wieder auftaucht und ganz selbstverständlich ein Food-Styling-Projekt initiiert, kann Darcy ihre Wut kaum in Zaum halten. Da sie für ihre kreative Ader bekannt ist, fällt ausgerechnet ihr die Aufgabe zu, die feinen Gerichte für Nicks Fotos in Szene zu setzen. Mit Genugtuung bemerkt sie, dass er ohne sie aufgeschmissen ist, aber auch, wie hervorragend sie sich immer noch ergänzen. Da sie fühlt sich nicht nur von Nick verraten, der sie im Stich ließ, sondern auch von ihren Gefühlen, die plötzlich in ungeahnter Intensität aufflammen. Eine ganz, ganz, ganz wundervolle Reihe. Wie ihr jetzt gehört habt, geht es um die drei Söhne der Restaurantbesitzer des Prismas und um ihre Geschichte, aber auch die Mädels
haben da eine sehr, sehr große Rolle in dem ganzen Stück. Dann habe ich Drowning in Stars von The Pranastasia aussortiert. Ich glaube, das ist der rein auf einer Dilogie. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, dass es da nur noch einen zweiten Band gibt. Dieser hier, den habe ich mit den Saarland-Mädels gelesen und ich fand ihn auch eigentlich ganz schön. Habe es aber irgendwie nie geschafft, den zweiten Band zu kaufen oder auch zu lesen. Und irgendwie zieht es mich da auch nicht zu dem zweiten Band hin. Von daher steht der hier einsam und allein im Regal und ja, staubt vor sich hin. Das heißt, Pendant wird nicht einziehen. Dementsprechend ja, darf dieser Band hier jetzt auch aussehen, weil ich werde ihn auch nicht noch ein zweites Mal lesen. Und ich muss mir einfach abgewöhnen, alles hier zuzumüllen mit Sachen, wo ich definitiv weiß, dass ich es nicht mehr lesen werde. Step by step, aber ja, deshalb darf dieses Buch hier ausziehen. Und jetzt erzähle ich euch noch, um was es geht. Ich musste mich zwischen dir und mir entscheiden. Ich habe dich gewählt. Das Leben war nie einfach für Pixie und Gaze. Pixies Mutter ist nur selten zu Hause. Gaze Vater trinkt zu viel, aber sie haben einander. Und für Gaze war eins von Anfang an klar. Pixie ist die eine. Sie hat ihn beschützt, als er neu im Viertel war. Ohne einander wären sie untergegangen. Sie haben sich versprochen, immer zusammen zu bleiben. Doch eines Tages muss sich Pixie entscheiden. Für ihr Versprechen oder für Gaze Leben. Als sie sich Jahre später wieder treffen, ist es Gaze, der für sie beide stark sein muss. Denn nur wenn Pixie sich von ihren Dämonen befreien kann, hat ihre Liebe eine Chance. Der ein oder andere wird es auf dem Thumbnail schon erkannt haben, welche Bücher hier ausziehen dürfen. Und zwar ist das einmal Sounds of Silence und dann Lights of Darkness von Maren Vivien Hase. Ich habe beide im Erstauflagen-Farbschnitt-Duo. Band 2 ist per Zufall damals bei mir gelandet und ich bin halt, wie bereits erwähnt, so ein kleiner Monk, der sagt, ich muss erst Band 1 lesen, bevor ich Band 2 lese. Und dementsprechend habe ich im Freundeskreis nachgefragt, ob irgendjemand zufällig Band 1 zu Hause hat und mir den ausleihen würde, damit ich ihn lesen kann, weil ich ihn mir jetzt auch nicht unbedingt kaufen wollte. Und da hat eine liebe Freundin von mir gesagt, ja, ich habe Band 1 hier. Hat mich nicht so gecatcht, werd Band 2 nicht lesen, kannst du haben, schenke ich dir. So kam ich, ohne Geld in die Hand zu nehmen, zu den beiden Bänden. Aber warum dürfen die Bücher jetzt ausziehen? Wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass ich jetzt nicht der größte Marien Vivien Hase-Fan bin. Und die Bücher konnten mich jetzt leider auch nicht so überzeugen, wie ich das gerne gehabt hätte. Eine andere Begründung gibt es eigentlich nicht. Ja, ich schaffe ein bisschen Platz in meinem Regal. Ich werde sie nicht nochmal lesen und deshalb dürfen sie jetzt einfach rausziehen. Die Titel verraten schon so ein bisschen, um was es geht, wenn man kurz mal drüber nachdenkt. Und die Thematiken fand ich eigentlich auch wichtig anzusprechen, aber die Umsetzung war halt einfach nicht so meins. Aber um was geht es? Für die, die es noch nicht erraten können, lese ich euch jetzt den Klappentext vor. Tatum Sullivan fühlt sich nur sicher, wenn es still ist. Seit einem verhängnisvollen Tag in New York hat sie mit Lärm und den dadurch hervorgerufenen Panikattacken schwer zu kämpfen. Um der Großstadt zu entfliehen, zog sie mit ihrer Familie ins beschauliche Golden Oaks. Doch nicht einmal dort, umgeben von Seen und Wäldern, kommt Tatum zur Ruhe. Dash Adams liebt es laut. Je dröhnender die Musik in seinen Ohren, desto besser und genau deshalb hat er sich eine Karriere als DJ aufgebaut. Denn wenn es still ist, ist er allein mit seinen Gedanken. Gedanken, die Trauer und Schuldgefühle auslösen. Als Dash einen Freund in Golden Oaks besucht und dort auf die schlagfertige Tatum trifft, funkt es sofort. Doch können leise und laut zusammen bestehen. Und wenn es hier um Stille und Lautstärke geht und das Buch Lights of Darkness heißt, hier geht es natürlich um die Dunkelheit und die Angst vor der Dunkelheit, was ich voll und ganz nachvollziehen kann. Ich gehe nämlich, wenn es dunkel ist, auch nicht zu uns in den Keller. Frankie Davis hat panische Angst vor der Dunkelheit. Als Kind musste sie schlimme Erfahrungen machen, weshalb sie bis heute nur bei absoluter Helligkeit einschlafen kann. Sobald das Licht erlischt, fürchtet sie, die Geschehnisse von damals neu durchleben zu müssen. Tyler Montgomery ist ein Nachtmensch durch und durch.
Seit einer schrecklichen Tragödie flüchtet er sich in die Dunkelheit, um unter den Sternen mit seinen Problemen allein sein zu können. Doch als Frankie und Tyler Licht und Schatten spüren, dass da mehr zwischen ihnen ist als nur Freundschaft, ändert sich alles. Und dann kommen wir last but not least zu den letzten beiden Büchern, die ich eigentlich sehr, sehr gerne gelesen habe, aber sie aus einem bestimmten Grund jetzt auch ausziehen dürfen. Und zwar ist das zum einen Bratapfelküsse von Carolina Sturm und All the Broken Pieces and You von Marla Gray. Könnt ihr euch denken, warum diese Bücher ausziehen? Ja, es ist der Verlag. Mir fällt es ja immer schwer, negativ über irgendwas im WWW zu sprechen, weil ich mir immer denke, hinter jedem Buch, hinter jedem Verlag, hinter jedem Wort steht ein Mensch, der viel Arbeit da reingesteckt hat, der viel Herzblut da reingesteckt hat. Und das sollte man honorieren. Deshalb möchte ich auch niemanden roasten und niemanden fertig machen, etc. etc. Das habe ich ja in meiner Meinung zu Buchbloggern werden Autoren-Video letztens schon erzählt. Ja, ich werde jetzt auch nicht darauf eingehen, was ich an der früheren Besitzerin des Federherz Verlags so schlimm finde. Aber sie und ich haben ganz, ganz unterschiedliche Meinungen, ein ganz unterschiedliches Weltbild. Und mittlerweile gehört sie ja nicht mehr zum Federherz Verlag. Ich nenne jetzt auch keine Namen. Die Leute in der Buchbubble wissen, wen ich meine. Das heißt, der Federherz Verlag wird jetzt von jemand anderem geführt. Und die Bücher könnten eigentlich dann auch doch stehen bleiben, wenn man es ganz genau nimmt. Aber diese hier sind unter ihrer Feder veröffentlicht worden. Oder unter ihrem Chefdasein veröffentlicht worden. Und deshalb, egal wie sehr ich sie mochte, besonders dieses hier und hier halt einfach die erste Autorin, die ich kenne, die Marla heißt, beziehungsweise ist ein Pseudonym, aber ich fand es einfach cool. Aber ja, ich muss da meinen Prinzipien treu bleiben und möchte meine Moralvorstellungen und meine Werte vertreten. Und dementsprechend ziehen die beiden jetzt auch aus. Ich kann euch gerne noch den Klappentext vorlesen, damit ihr wisst, um was es geht. Vielleicht interessiert euch das eine oder andere Buch. Aber ja, bei mir werden sie leider ausziehen. Also falls jemand von euch Interesse daran hat, diese beiden habe ich mir selbst gekauft. Das sind keine Rezensionsexemplare. Ich werde die entweder in die Insta-Story packen zum Verkaufen oder schreibt mir einfach bei Insta, wenn sie noch da sind, sind sie noch da. Dann trete ich sie euch natürlich gerne ab. Ja, fangen wir einfach mal mit dem Klappentext von dem hier an. Das ist ein Weihnachtsbuch, wie sich die Schneekugel vermuten lässt. Und darum geht es. Wenn Weihnachten zu einer Schlittenfahrt der Gefühle wird, so hat sich der attraktive Steve das diesjährige Weihnachten nicht vorgestellt. Sein Sheriff's Department ist von den Feiertagen chronisch unterbesetzt und die Parade muss fertig organisiert werden. Doch er stellt sich nun eine Frage. Wie bitte schafft man es, aus einem Seniorenheim geworfen zu werden? Er fährt über 1000 Meilen, um seine Granny aus dem vorweihnachtlichen Manhattan abzuholen. Und ausgerechnet dort stolpert er über Cassie, für die sein Herz schon lange heimlich schlägt. Nach einer schweren Enttäuschung will sie zurück nach Texas. Die Heimreise zu dritt entwickelt sich schnell zu einer Schlittenfahrt der Gefühle. Zwischen Cassie und Steve sprühen die Funken, bis ein Anruf aus New York ganz Weihnachten in Gefahr bringt. Und der Klappentext zu All the Broken Pieces and You. Und der Klappentext zu diesem Schätzchen hier. Und der Klappentext zu Marlas Buch lautet wie folgt. Ashley hat aufgegeben, sich selbst, ihre Träume, das Leben. Seit dem Tod ihrer besten Freundin hat alles an Bedeutung verloren. Erst eine geheimnisvolle Botschaft reißt sie aus ihrer Resignation. Sie macht sich auf den Weg nach Kalifornien. Doch dort angekommen läuft nichts wie geplant. Entmutigt und verletzt trifft sie auf Jake, der plötzlich zu ihrem einzigen Lichtblick wird. Doch ist seine Hilfe wirklich so selbstlos, wie sie glaubt, oder steht sie am Ende womöglich vor einem weitaus größeren Scherbenhaufen? Das wären jetzt alle Bücher gewesen, die ich aussortiert habe. Es ist jetzt nicht so viel, es ist auch nicht so viel Platz, der gewonnen wird, aber ich denke mir, für jedes Buch, das auszieht, ist wieder Platz für ein neues. Und wer meine Neuzugänge-Videos
regelmäßig folgt, weiß, wie viele Bücher jeden Monat hier einziehen. Dementsprechend muss man halt ab und zu auch mal aussortieren und jetzt habe ich die Gunst der Stunde genutzt und habe es einfach mal durchgezogen. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Tschüss!